Schnitt. Mein Name ist Christoph. Und mein Name ist Elisabeth. Wir sind beide Schweizer. Wir schreiben Deutsch, wir lesen Deutsch, wir schauen deutsches Fernsehen. Aber es ist für uns sehr ungewohnt, in deutscher Sprache zu sprechen. Wir sprechen es viel, viel zu selten. Ja. Und deshalb möge man es uns nachsehen, wenn wir ab und zu ein Mundartausdruck hineinrutscht oder wenn wir nicht gleich die passenden Wörter finden. Genau. 2005 haben wir mit dem Makrofotografieren begonnen. Wir haben sehr viele verwackelte Bilder mit nach Hause gebracht, unscharfe Bilder. Und dann haben wir 2010 mit dem Filmen begonnen. Uns hat immer interessiert, was machen die Tiere, die Insekten eigentlich ganz genau. Ja, daraus sind jetzt mittlerweile circa 17.000 Filme entstanden, also kleine Filmschnipsel, sind etwa circa 8 Terabyte. An Daten, ja. Genau, ja. Und die möchten wir eben jetzt zusammenfassen und publizieren. Bisher haben wir diese publizierten Teile, die wir auf YouTube publiziert haben, nicht kommentiert. Genau. Und das ist etwas flach. Man sieht zwar schöne Makrobilder, aber man weiß nicht so recht, um was es geht. Und so haben wir uns entschlossen, eine kleine Serie zu machen mit Open End. Wir wissen noch nicht, wie viele Teile das es gibt. Wir werden das schauen. Ne? Ja, wir sind keine Wissenschaftler oder Forscher oder Entomologen? Entomologen. Wir sind nur neugierige Beobachter. Ja, uns nimmt einfach Wunder, was machen diese Insekten? Und was sie machen, ist eigentlich. Nicht so viel. Sie machen eigentlich hauptsächlich vier Dinge. Sie fressen, sie schlafen, sie machen Körperpflege und sie pflanzen sich fort. Ja, und genau das können wir hier filmisch dokumentieren. Sie werden also kein Insekt finden, das Schach spielt oder das Socken lismet. Sie machen nur genau diese vier Dinge. Sie sind genetisch darauf programmiert, ihre Art zu erhalten. Und genau das machen sie. Für uns sind diese Insekten aber Schauspieler. Ja, und zum Teil sind es sehr witzige Schauspieler. Genau, ja. Also unfreiwilliger Humor. Das werden Sie dann in den einzelnen Teilen noch sehen. Wir gehen davon aus, dass Insekten keine Gefühle haben, keine Angst, keine Freude, kein Hass, kein Neid, kein Missgunst. Ja, Ihr Gehirn ist ganz einfach zu klein. Das heißt, Sie haben zu wenig Neuronen und zu wenig Synapsen, um solche Informationen überhaupt verarbeiten zu können. Ob sie allerdings Schmerzen empfinden, das ist noch nicht wissenschaftlich ganz geklärt. Bisher wurde davon ausgegangen, dass sie keine Schmerzrezeptoren haben. Ja. Und das ist im Hintergrund unsere Kaffeemaschine. Sie schaltet ab. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Weil wir Strom sparen müssen. Ja, genau. Ja, für uns ist das sehr tröstlich, wenn die Insekten keine Schmerzen empfinden, weil zum Teil sind die Aufnahmen, Sie werden das sehen, doch sehr brutal. Was es wirklich doch braucht für die Makrofotografie, das ist eine gute Ausrüstung natürlich und dann sehr viel Geduld. Ja, enorm viel Geduld. Also wir sind oft hingegangen, irgendwo in ein Reservat und haben da Stunden verbracht, auf unserem Stühlchen gesessen und die Natur beobachtet. Und am Schluss sind wir nach Hause gekommen und hatten nichts Brauchbares in den Händen.
Ja, und der größte Feind der Makrofotografie, das ist der Wind. Ja, aber den haben wir im Griff. Ja. Also, da gibt es ein sehr einfaches Rezept: zurückblasen. was gibt es noch? Wir haben sehr viele Dokumentationsfilme gesehen mit einem Sensationsschnitt. Und dann gibt es diese Aussagen wie das Monster und das größte und böseste Insekt und das giftigste. Und wir verzichten auf all diese Dinge, weil sie entsprechen ganz einfach nicht der Realität. Insekten sind alles in allem sehr friedlich, weil es eben, sie haben keine Gefühle, sie sind nicht neidisch, sie hassen niemanden und sie sind nicht böse. Sie sind einfach. Wir möchten Sie einladen, mit unseren Filmteilen ebenfalls etwas in Ruhe zu kommen, einfach zu beobachten, zuzuschauen, schöne Aufnahmen entgegenzunehmen, sich tragen zu lassen und einfach pro Woche 10 Minuten lang abschalten und genießen. Genau. Oft sind wir eben in der Natur draußen und wir finden gerade kein Insekt und dann fotografieren oder filmen wir auch Wasservögel, auch diese werden Sie sehen. So. Und das wär's für heute. Bis später. Bis dann.